Wenn immer der Rotz ganz geil war aus der Nase lief. Ich hoffe, er kann sich noch an all die Erdbeerbonbons erinnern, die ich ihm gekauft habe. Bis jetzt haben Sie ihn noch nicht gefunden. Sie können ihn nicht erreichen. Er studiert, der Kleine, in den Staaten. Und die sind sehr groß. Es besteht keine Hoffnung mehr. Aus diesem Koma werden Sie nie wieder aufwachen. Ich habe verstanden. Doktor, Doktor, ich muss Sie etwas bitten. Ich möchte gerne, dass ich und Laura, wenn wir in den Aufzug kommen, den gleichen Weg nehmen. Egal was passiert, ob zurück zur Erde oder nach oben. Haben Sie keine Angst mehr? Weniger, weniger. Es ist ein Wunder. Und mein Wunder ist Laura. Und so gibt es ein Wunder, so gibt es auch mehrere. Aber ein Wunder reicht. Und ich bin voller Zuversicht und Hoffnung in dem, was ich nicht weiß. Bitte, lassen Sie uns zusammengehen. Ich wünschte, ich könnte ja sagen. Sagen Sie ja! Diese Macht habe ich nicht. Überhaupt keine. Das Schicksal von Laura hängt ab von den Umständen. Umstände, über die ich nicht verfüge. Sicher. Ich gehe zurück zu Laura. Dumm von mir, so viel Zeit ohne ihn zu verbringen. Ein harter Job, sich um andere zu kümmern, ihr Vertrauen zu gewinnen und dann plötzlich zugeben zu müssen, keine Macht zu haben. Ich mag Sie, Doktor. Am Anfang fand ich Sie ziemlich unausstehlich. Ich war Ihnen sogar ein wenig böse, weil Sie keine Antworten gegeben haben. Sie wollten keine Antworten. Sie verlangten Illusionen. Stimmt. Überzeugungen. Wie der Präsident. Und nun haben Sie gelernt, sich mit Vermutungen zu begnügen. Und das tut gut. Hier, die Telefonnummer von meinem Neffen. Man soll ihn anrufen, um mich abzuschalten. Diese Information darf ich nicht weitergeben. Doktor, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich dachte, es würde Ihnen hier gefallen. Doktor, Sie selbst haben gesagt, ich werde aus diesem Scheintod nie wieder erwachen. Das meint das Ärzteteam da unten. Nun, Doktor, die kleine Laura, die liegt doch im selben Krankenhaus wie ich, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Intuition? Doktor, es wäre doch ein ganz einfacher Vorgang. Es reicht, eine Stecke rauszuziehen und mir ein kleines Stück Fleisch aus der Brust zu schneiden. Und es zur Operation zu bringen. Doktor, seit ich hier bin, habe ich noch immer nicht gelernt, was es heißt zu sterben. Eines aber habe ich verstanden, was es heißt zu leben. Kurz, ich wünsche, dass mein Leben wenigstens durch meinen Tod zu irgendetwas Nütze war. Was Sie von mir verlangen, ist verboten. Haben Sie denn nicht die Nase voll, hier jede Menge Leute ein- und ausgehen zu sehen? Mitzugehen, wie Sie sich bewusst darüber waren, was Sie im Leben alles versäumt haben oder was Ihnen geglückt ist. Mitzukriegen, dass Sie sich vielleicht positiv verändern möchten. Und dann war plötzlich alles umsonst. Doktor, möchten Sie nicht einmal, nur ein einziges Mal, ein winziges,
nicht gleichgültiges Sandkorn in diese gleichgültige Maschinerie streuen. Ganz einfach, ein kleines menschliches Sandkorn, Doktor. Ja, und noch dazu, stellen Sie sich vor, was für ein Vergnügen es wäre, diese ganzen Vorschriften zu umgehen. Warum? Warum können Sie nicht einmal damit aufhören, dummes Gewäsch mit intelligenten Gedanken zu vermengen? Werden Sie es nicht bereuen? Ich möchte, dass man sich meiner bedient, um die Kleinen zu retten. Mein Herz soll anstelle des Ihren schlagen. Mein Tod soll ein Geschenk sein. Küsse deine Ohren. Einmal. Zweimal. Ich küsse deine Stirn. Einmal. Zweimal. Ich küsse deine Augen. Einmal. Zweimal. Ich küsse deine Lippen. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, das ist gut. Nochmal von vorn. Du küsst meine Ohren. Einmal, zweimal. Du küsst meine Stirn. Einmal, zweimal. Du küsst meine Augen. Einmal, zweimal. Du küsst meine Lippen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja.
William, ich habe mit Ihnen zu reden auf Ihrem Zimmer. Gut. Die Karte ist aus Zufall aus Ihrer Jacke gefallen. Ein Pfleger hat sie gefunden und hat sie dem Arzt gegeben. Aus Zufall? Aus Zufall. Sie rufen Ihren Neffen an. Er ist sehr überrascht, sehr verwirrt. Er sagt, dass er gegen künstliche Lebensverlängerung wäre, sagt aber auch, dass er sie sehr gern gehabt hätte. Dass er mich sehr gern gehabt hätte. Fühlen Sie sich nicht wohl? Doch, doch, doch. Wissen Sie, ich hatte eine Tochter. Sie war Ihnen sehr ähnlich. Sie hatte magische Kräfte. Ich brauchte sie nur anzusehen. Schon wurde mir warm ums Herz. Jedes Mal, wenn sie einen Raum betrat, war alles Mittelmaß des irdischen Daseins wie weggeblasen. Doch dann wurde sie krank. Ich war unfähig, ihr zu helfen. Sie konnten es nicht. Ich war nicht einmal da. Sie konnten es nicht. Ich fühlte mich schuldig. Ich hätte es gerne wieder gut gemacht. Wieder gut gemacht? Man kann nichts wieder gut machen. Doch, ich habe es getan. Einmal. Bei jemand anderem. Wirklich? Ja. Das muss ein wunderbarer Tag gewesen sein. Ja, wunderbar. Wissen Sie, ich hab Sie sehr gern. Alle Leute hier machen sich ein wenig lustig über Sie, sogar Julien. Aber ich hab Sie sehr gern. Danke. Lassen Sie mich bitte mit dem Magier allein, Laura. Gut, Doktor. Bis bald. Bis bald. Tut mir leid. Wir haben keine Sekunde zu verlieren. Wir sind eh schon spät dran. Doktor, wird es klappen? Gehen Sie in den Fahrstuhl, bitte. Ich weiß, dass Sie mir nichts sagen dürfen. Aber wird es klappen? Das Team hat entschieden, Ihr Herz zu verpflanzen. Für Laura. Danke, Doktor. Nein! Hier hat noch nie jemand Danke gesagt. Und schon gar nicht, wenn es nach oben geht. Danke. Ich bitte Sie, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Nein, und der Magier?